Kraft hat sich heute in unverantwortlicher Weise gegen stabile Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen und damit gegen die Interessen der Menschen in diesem Land entschieden. In einer Zeit, in der ganz Europa in einer schwierigen wirtschaftlichen und politischen Situation ist, setzt sie auf eine rot-grüne Minderheitsregierung, die auf die Zustimmung, die auf eine Zusammenarbeit mit einer Linkspartei angewiesen sein wird, von der Rot-Grün noch vor kurzem selbst behauptet hat, sie seien im Demokratietest gescheitert. Dieser verhängnisvolle Weg wird gegangen, auch aufgrund von Druck aus der Bundes-SPD. Sigmar Gabriel ist dafür verantwortlich. Man wünscht offenkundig ein rot-rot-grünes Testlabor auch im Westen der Republik. Wir werden im engen Schulterschluss zwischen der CDU Nordrhein-Westfalen und der Bundespartei diese Herausforderung annehmen. Es geht um das Land Nordrhein-Westfalen, das nicht rot-rot-grünen Machtspielchen geopfert werden darf. Und an einem geschichtsträchtigen Tag am 17. Juni begeht in Nordrhein-Westfalen die Sozialdemokratie einen Verrat an ihren wichtigsten Idealen. Es ist eine Kampfansage an die anderen demokratischen Parteien. Sie, SPD und Frau Kraft, schlagen unsere ausgestreckte Hand aus, um den Linksextremisten nachzulaufen. Das ist ein Vorgang, den wir so noch nicht erlebt haben. Und wir haben in den letzten Tagen ja immer wieder Umfallereien bei der SPD erlebt. Ja, nein, zu dieser oder jener Konstruktion. Am letzten Wochenende haben wir 4 Regionalkongresse, einen Landesvorstand, einen Landesparteirat der SPD erlebt, die allesamt Nein zu einer Minderheitsregierung gesagt haben. Und es dauert quasi Stunden, um dann mit fadenscheinigen Ausflüchten, in Wirklichkeit auf Druck aus Berlin, dann doch eine solche Koalition einzugehen. Diese neue Regierung wird auf einer Lüge gründen, denn es ist natürlich keine Minderheitsregierung, denn die Linkspartei hat bereits angekündigt, die Wahl und politische Schritte von Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. Damit erleben wir Rot-Rot-Grün und damit diese Premiere in Nordrhein-Westfalen, die die SPD und die Grünen mangels eigener Mehrheit abhängig macht von einer linksextremistischen Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Auch das ist eine Qualität, über die wir in den nächsten Wochen mit den Menschen in Nordrhein-Westfalen reden werden.